Sehr schön, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollten. Also, du wolltest was haben, ne? Was möchtest du denn haben? Zeig doch mal, was wir bis jetzt haben. Ich hätte gern eine Glaskuppel mit beleuchtetem Licht und einem Holzrohling unten drunter. Das zu schneiden können wir euch nicht zeigen, denn diesen Holzrohling habe ich schon vor ein paar Wochen zugeschnitten. Daraus soll eigentlich eine Schale werden, aber in dem Fall machen wir jetzt einfach einen Sockel aus diesem schönen Stück Buche, was eigentlich eine Schale werden sollte. Ich denke, das zeigt mal wieder ganz gut, dass man mit Drechsel nicht nur Holzschale machen kann, sondern auch andere Sachen. Ja. Ich glaube, das nächste Mal drehst du mir dir mal Holz-BH. Bist du Rundschraube? Nee, lass das mal. Komm, ich zeig doch mal, wie man den Spindelstock drehen kann. Mach den Hebel doch mal hoch. Ich glaube, jetzt bestimmt die Finger. Ich hab's gewusst, oder? Das ist ja doch das. Mach das doch mit. Aber jetzt sind das auch. So, jetzt können wir den Spindelstock drehen, aber das ist so schlimm, war es nicht, oder? Schön ist, das hier ist eigentlich ein relativ simples Projekt. Man muss es nur schnell auf die passenden Durchmesser drechseln. Willst du es eigentlich so dick lassen? Oder schmaler? Bisschen schneller. Passt der Durchmesser oder willst du dünner machen? Ich würde es noch ein bisschen dünner machen. Bisschen dünner? Also ich würde es mal bis hierhin wegmachen? Ja. Dann gucken wir mal. So. Wie machen wir das da jetzt am besten? So, als erstes machen wir jetzt hier unten mal einen Rezess, damit wir es auch gleich aufspringen können. So nicht. Wie hoch darfst du später sind? Bis hierher. Dann gucken wir bis hier. Das ist schlimm. Was bei diesem Sockel hier wichtig ist, ist, dass wir hier so eine leichte Hohlkehle reinmachen, damit das Teil später auch hier unten aufsteht. Und zwar hier diesem Stück und nicht hier mit diesem Stück. Deswegen machen wir hier so eine ganz leichte Schräge rein. Jetzt haben wir hier außen nämlich den Hochpunkt. Passt Batteriefach schon rein oder passt Batterie? Ach guck mal, passt jetzt sogar später schon rein. Ich mach's jetzt noch ein bisschen tiefer. Das hast du gut erkannt. So, das bedeutet, den Rezess, den wir jetzt aufgespannt haben, können wir so lassen. Der ist auch schön massiv. Und jetzt können wir es abschrauben. Willst du es abschrauben? Oder einfach hier so klacks hochgehen. Ich meine, das stimmt ja weh. Nee. Gib einfach so Klacks. So. Weil wenn da dann fest dazu ist, dann haust du nicht durch und raubst deinen Finger auf. Ist toll, oder? Ja. Vor allem mit einer mit der Kamera dir zugeht, gell? Ja, das ist gut so. Wo fest drin drücke. Ja, möchtest du das Spannfutter aufspannen? Nein? Wieso? Weil du das viel besser kannst als ich. Das hast du jetzt aber lieb gesagt. Was? Ist ja eigentlich nur Schräubchen drehen. Das ist so dann. Nee, das sind zwei Schräubchen hier drin. Ja. Das und dahin das? Nee. Wenn man das Spannfutter fest macht, weil das so schwer ist, hat das so ein gewisses Trägheitsmoment. Und wenn du die Maschine ausmachst, bremst das durch die Motor, bremst die Welle ganz schnell ab. Und das Spannfutter will sich aber noch weiter drehen. Und wenn du die Schraube dann nicht fest machst, kann sich das losdrehen und fallen auf den Fuß. Hier sieht man so ein bisschen den Abdruck von der Madenschraube. Das verhindert einfach, dass euer Spannfutter runterknallt. Und das wäre halt echt sehr schlecht bei so einem großen Teil. Wenn ihr es aufspannt, einfach ganz locker schauen, wo der Knackpunkt ist. Und das reicht schon. Jetzt noch die Madenschraube anziehen. Dann zieht sich das Futter, wenn ihr sehr, sehr viel drechselt, dann auch nicht über eine längere Zeit extrem fest. Dann mach's mal fest. Das will ich machen. Scheiße, das hätte man eigentlich nur schleifen können. Naja, jetzt gibt's nicht geschliffen. Sieht man eh nicht. Warte.
Ich hatte eben einen kleinen Denkfehler, da habe ich nicht so richtig dran gedacht. Denn hier dieser Durchmesser vom Spannfutter ist ja größer als das Teil, was wir drechseln. Das bedeutet, wenn wir das hier ganz flach dran machen, dann komme ich hier nicht mehr mit dem Eisen dran, weil hier dann schon das Futter ist. Das hätte man anders lösen können, indem man innen drin einfach noch einen versetzten Rezess drechselt. Haben wir jetzt nicht dran gedacht. Ich habe das einfach rundlaufend ausgerichtet. Das bedeutet, so geht's auch. Jetzt können wir es erstmal auf den Durchmesser, den du möchtest, draufbringen. So dick wollt's dann etwa, ne? Ja. Dann machen wir es erstmal so dick. So, Julia, du möchtest mal drechseln. Ich zeig dir, wie das geht. Du holst das Eisen jetzt so, du stellst es so hin. Das ist eingedreht, das ist öffnen. Du musst Werkzeug immer ganz eingedreht ansetzen. Damit du nicht verhakst. Wenn du es so einsetzt, verhakst du ja direkt, ne? Das bedeutet, du holst jetzt erstmal das Eisen und legst hier so flach an. Und gehst hier mit Salz drüber. Mach das mal. Du stellst dich so hin, haltst hier fest, hier drauf. Probier mal. So? Ja, das Eisen muss auch immer aufliegen, bevor es ans Holz dann kommt. Weil sonst. Ja, genau. Von innen nur außen. Versuch es nicht rauszudrehen, versuch es immer so zu halten. Versuch mal, wenn du jetzt das Werkzeug ansetzt, gleich, dann das ganz langsam zu öffnen. Aber nur ein bisschen, bis du merkst, dass mehr Sparen kommt. Machen wir noch die Mitte weg. Du kannst auch, wenn du nicht genau mittig bist, kann das Werkzeug auch ein bisschen hier noch runter setzen. Du kannst auch mal so versuchen, damit du musst, wenn das so anfängt, ein bisschen zu wackeln, musst du einfach ein bisschen fester drauf drücken und ein ganz klein bisschen öffnen, damit du dann diese Hochpunkte einfach wegholen kannst. So, hol mal deine Glaskuppel und zeig mir, was du jetzt haben willst. Soll das hier jetzt so dünn werden, damit das außen drauf passt? Ja. Und etwa so tief? Vielleicht zu leicht abgeschnitten. Und mach's erstmal auf den Durchmesser, dass es drauf passt. Nehmt ihr hier bei solchen Drechselarbeiten einen genauen Sitz an Drechseln müsst, würde ich euch immer empfehlen. Macht das immer erstmal die ersten paar Millimeter, weil wenn er dann euch verschätzt oder zu viel wegdrechselt, könnt ihr das immer noch mal plan drechseln. Und dann nochmal probieren, ohne dass das schon das ganze Teil versaut hat. Der passt schon perfekt drauf. Ja. Noch ein bisschen? Wie tief soll das sein? Ja, ein bisschen ist es halt. So. Jetzt passt. Passt? Ja. Top. Passt jetzt. Hat noch Luft. Super. Ihr seht hier mal gerade die Späne. Also, das ist echt verrückt. Also, das ist quasi Staub in Spanform. Und wenn man es dann zerdrückt, ist es dann Staub. Besser? Ja. Oh, das Dorf, wie scharf das jetzt ist. Ja. Fühl mal. Nicht so fest. Was? Das geht doch. Ich werde das Ganze jetzt schleifen. Hier hat die Drechselarbeit ja schon sehr, sehr gut funktioniert. Das bedeutet, ich muss hier nicht viel schleifen.
Wenn ihr aber noch nicht so weit im Drechseln seid oder einfach noch nicht so oft gedrechselt habt, dann ist es schon manchmal sehr, sehr frustrierend, wenn die Oberfläche schlecht ist. Mit so ein bisschen Schleifwerkzeug kann man das gerade hier auf den planen Flächen sauschnell wegschleifen. Das ist wirklich sehr einfach. Und gerade hier an den Stirnholzseiten kann man dann hier mit solchen weichen Pads auch nochmal ein bisschen schleifen. Das bedeutet, wenn du schon gut drechseln kannst, hol einfach normales Schleifpapier. Ich würde mir da keine extra Werkzeuge für kaufen. Aber wenn ihr so manche Fälle habt, wenn auch vielleicht das Holz ein bisschen weich ist an manchen Stellen, dann machen solche Teile ja schon Sinn. Die könnt ihr auf dem Akkuschrauber aufspannen und habt von der Körnung 80 bis 600 alle Pads dabei und könnt einfach die Flächen dann schleifen. Die Teile findet ihr auf meinem Shop, vielleicht ist das ja was für euch. Aber in dem Fall brauchen wir es tatsächlich nicht, weil die Oberfläche jetzt gerade auch schon durch den Meißel so gut geworden ist. Wir haben hier eben noch ein Loch reingemacht, das haben wir euch nicht gezeigt. Denn da kann jetzt so eine kleine Leuchtkette durchgelegt werden. Das ist eigentlich typisch, wenn man es jetzt abreißen würde, oder? Ja. Zum Glück machst du das oder dich. Naja, ich habe mir ja schon wehgetan. Und dieses Teil passt jetzt super rein. Das könnte man jetzt einfach mit Heißkleber festmachen oder das macht man mit Heißkleber fest. Man hält das auch super. Kommt aber erst später. Tada! Sieht so schön aus. Donne, willst du was sagen? Ja, ich würde mal sagen, jetzt ist meine Dekoration fertig. Ja, das ist echt ein schönes Last-Minute-Projekt, wenn man drechselt, oder? Passend auch gut für Weihnachten zu verschenken. Ja. Geht sehr einfach. Das ist eigentlich grundsätzlich bei Weihnachten irgendwas Schönes. Irgendwas, geht, was trotzdem selbst gemacht. Was komplett wurscht ist, irgendwie dran bumseln, dass das irgendwie funktioniert, dass das irgendwie drunter hängt. Und dann weggehen. Egal, das soll es für heute gewesen sein. Wir wünschen euch gleich eine frohe Weihnachtszeit. Genau, je nachdem, wann das Video rauskommt. Wir wünschen euch eine ganz, ganz schöne Weihnachtszeit und habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten und verschenkt ganz tolle Sachen, die ihr vielleicht auch zu zweit dann hergestellt habt. Jetzt klar, es kommt weiter. Ich wollte eben schon so reagiert. Bis zum nächsten Video wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag und sagen tschüss. Tschüss.